Hallihallo, ich bin Claudia Krämer-Robelski, ich bin freischaffende Künstlerin hier aus Paderborn. Ich male Bilder. Wir befinden uns hier in meinem Atelier in der Schulstraße 13 im Riemeke-Viertel in Paderborn. Hier male ich normalerweise selber Bilder, hier gebe ich Malkurse für Jugendliche und für Erwachsene. Ich mache hier verschiedene Events, zum Beispiel kann man hier auch einen Kindergeburtstag veranstalten. Und heute möchte ich mit euch einen Kurs machen, online, für den Kulturrucksack. Normalerweise hätte dieser Kurs hier stattgefunden, im Moment geht das ja leider alles nicht. Deswegen machen wir diesen Kurs jetzt online. Und dann gehen wir jetzt mal rüber zum Arbeitsplatz und dann legen wir los. Ja, ich gebe euch jetzt mal eine Anleitung, mal ein Bild anders zu malen, wie ihr das wahrscheinlich noch nie getan habt. Ihr habt wahrscheinlich schon mit Wachsmalstiften gemalt, mit Buntstiften gemalt, mit Filzstiften gemalt, mit Wasserfarben gemalt, bestimmt, aber noch nicht mit Acrylfarben. Und da kann man halt ganz andere Techniken verwenden und da zeige ich euch jetzt mal so ein paar Sachen. Wir malen zu dem Thema Rettet die Bienen, weil das wäre normalerweise mein Kulturrucksackkurs gewesen, der jetzt leider auch nicht stattfinden kann. Und deswegen haben wir uns überlegt, ich mache den ganzen Kurs online mit euch. Es bleibt dabei, rettet die Bienen. Habt ihr bestimmt schon gehört, wie gefährdet die Bienen sind. Es gibt immer weniger Bienen. Die sind bedroht durch, durch die Umwelt, vor allen Dingen durch Pestizide, weil die Bauern halt sprühen mit Gift und es gibt immer weniger Bienen und die sind mega, mega wichtig. Die bestäuben nämlich nicht nur die Blümchen, die blühen, die machen nicht nur Honig, sondern die sind verantwortlich dafür, dass wir Obst haben. Die bestäuben die ganzen Blüten an den Obstbäumen und die bestäuben auch, also die sind auch dafür verantwortlich, dass das Gemüse wächst. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Die sind also so mega wichtig, diese kleinen Bienchen. Und was ihr tun könnt, ist immer aufmerksam machen auf die Bienen, Blumen pflanzen, die Blumen nicht abschneiden, sondern je mehr Blumen es gibt, desto mehr haben die Bienen den Blütenstaub, den sie brauchen und desto mehr Honig können sie produzieren. Und ja, also wie gesagt, die Bienen sind ganz, ganz wichtig. Deswegen malen wir heute zum Thema Rettet die Bienen. Weil die Bienchen ja auch ganz, ganz süße Tierchen sind. Und die stechen ja auch nur, wenn sie bedroht werden. Also die sind, Bienen sind toll. Also Wespen mag ich nicht so gerne, aber Bienen sind lieb. So, also, was braucht ihr? Ihr braucht eine Leinwand, eine weiße Leinwand. Also ihr braucht diese weiße Leinwand. Dann braucht ihr Acrylfarbe. Ich habe hier natürlich so ein Riesensortiment an Acrylfarben. Das habt ihr natürlich nicht. Man kann aber solche kleinen Packs kaufen, ne? Da sind halt mehrere Farben drin und das reicht dann auch für so ein Bild. Wichtig ist natürlich, ihr braucht auch Pinsel, kann man auch so im Sortiment kaufen. Ist wahrscheinlich dann für euch erstmal das Beste. Dann benutze ich einen Spachtel. Entweder ihr besorgt euch auch so einen Spachtel oder fragt mal Papa, ob der zu Hause irgendwo einen Spachtel hat. Wenn nicht, kann man auch, Trick, eine alte CD-Hülle nehmen. Eine alte CD-Hülle habt ihr bestimmt irgendwo rumfliegen, die kann man dafür auch benutzen. Wie das jetzt funktioniert, das zeige ich euch gleich. Was man auch noch gebrauchen könnte, ist ein Schwamm. Einmal mit Wasser und ein Schwamm. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt einfach mal beginnen. Wir beginnen damit, erstmal diese weiße Leinwand farbig zu machen. Und jetzt zeige ich euch halt diese tolle Technik, die ich absolut für mich entdeckt habe und super, super gut finde. Also ihr nehmt einfach, ich habe hier die Acrylfarbe auf Teller getan, ne? Das könnt ihr dann auch so machen. Und jetzt trage ich einfach diese Farbe willkürlich irgendwo auf. Auch ruhig, ich habe hier noch so Blautöne, dann nehme ich jetzt mal den anderen Pinsel. Ich trage einfach diese Farben irgendwo auf meine Leinwand auf. Ich habe da jetzt gar keinen Hintergedanken dabei, was wohin soll oder das ist auch total egal. Es geht erstmal jetzt nur darum, einen richtig schönen Hintergrund zu schaffen. Und jetzt seht ihr, wie das geht. Mit diesem Spachtel ziehe ich jetzt die Farben hin und her. Und ihr seht jetzt das Blau und das Gelb. Was würde denn jetzt passieren, wenn ich hier ewig lange hin und her wischen würde? Blau und Gelb gibt Grün, ne?
Ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, wenn die Farben für sich stehen. Je mehr man nämlich hin und her schmiert, dann wird hinterher alles gleich. Wenn ich das jetzt überall machen würde, wäre hinterher alles so eine grüne Pampe. Das möchte ich nicht. Ich möchte lieber, dass die Farben auch nebeneinander stehen. Und wenn man dann beobachtet, was passiert, ergeben sich da ganz, ganz viele tolle Effekte. So, ich mache jetzt einfach mal weiter und fülle diese ganze Leinwand mit Farbe. Also wichtig ist auch, dass ihr daran denkt, die Kanten der Leinwand mitzubemalen, ne, mit dem Spachtel. Deswegen ganz wichtig ist auch, dass ihr ein Zeitungspapier oder so auf den Tisch legt und drunter. Das ist eine ganz schöne Schmiererei, kann hier passieren. Auch alte Klamotten anziehen, ne? Ich habe hier meine Malhose an, die schon voll Farbe. Ne, ganz wichtig, man hat die Farbe, zack, wenn man da dran kommt, ganz schnell überall. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen gespachtelt. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie das ist mit dem Schwamm. Den Schwamm so ein bisschen ausbringen. Dann kann man halt nochmal ganz andere Effekte erzielen. Ihr seht, dadurch, dass ich jetzt die Farbe mit dem Schwamm verteile, wird es so lichtdurchfluteter. Ne? Man kann damit halt auch nochmal mega schöne Effekte erzielen. Dann kann man, was weiß ich, wenn man jetzt so wischt, dann sieht man immer die Wischspuren. Kann man machen, muss man nicht. Man kann auch drüber tupfen, dann gehen die ein bisschen weg. Man kann dann aber auch über diese nassen Stellen nochmal mit dem Spachtel gehen. Seht ihr, was passiert? Es entstehen so helle Flecken. Und ich mache das jetzt ganz wichtig, ist, wenn ihr mit dem Spachtel arbeitet, nicht so feste drücken. Wenn ihr feste drückt, zieht ihr alles weg. Lieber ein bisschen mit Gefühl leicht rüber streicheln. Dann entstehen viel, viel schönere Effekte. Ich werde jetzt noch weitermachen und dann gleich irgendwann seht ihr, was da für schöne Effekte entstehen können. Ganz wichtig, Leute, Pinsel immer ins Wasser, wenn ihr den nicht mehr benutzt oder direkt auswaschen und so, weil die Acrylfarbe, wenn die trocknet, dann ist der Pinsel hinüber. Ne? Also ganz, ganz wichtig, sage ich immer meinen Malschülern, Pinsel ins Wasser, weil beim Malen oft benutzt man auch mehrere Pinsel, immer ins Wasser. Wir haben jetzt hier unsere Leinwand schön bunt fertig. Ihr entscheidet, wann es fertig ist. Das Gute ist, eigentlich ist sie nie fertig, erst wenn ihr sagt, sie ist fertig, weil man kann immer wieder rüberspachteln. Also
Ne? Auch wenn die Farbe noch ein bisschen feucht ist. Ihr könnt immer wieder was verändern, immer wieder neue Farbe drauf machen. Kann ruhig immer dicker werden, dauert dann nur ein bisschen länger, bis es trocknet. Was auch ganz cool ist, ist, wenn ihr zwischendurch einmal alles trocknen lasst und dann guckt, gefällt mir alles, und wenn dann nicht, dann könnt ihr nochmal Farben drauf machen. Dann vermischen sich die Farben nicht, sondern ihr könnt auf die Farbe, die da jetzt ist, drauf arbeiten. Wenn ihr das jetzt macht, dann vermischen sich die Farben wieder, weil der Untergrund ja noch nicht trocken ist. Also wenn man es einmal trocknen lässt, kann man danach nochmal drauf weiterarbeiten. Dann könnte man auch nochmal ganz andere Farbtöne benutzen zum Beispiel. Ne, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf Grün, wenn ich jetzt hier Rot drauf machen würde und dann spachteln würde, Grün und Rot, was gibt das? Das gibt Kackbraun. Also das ist nicht so schön, wenn man das nicht will. Also ich meine, wenn man natürlich braun möchte, kann man das machen. Aber wenn man wirklich rot möchte, dann muss man es erst trocknen lassen und dann halt die Farbe auftragen. Genau, so. Also wir haben unseren bunten Untergrund. Der muss trocknen. Wer es eilig hat, kann Föhn draufhalten. Mit dem Föhn einmal trocknen, gucken, fühlen, ist es trocken. Weil jetzt geht es ja noch darum, wir haben ja jetzt hier noch gar keine Bienchen. Ne? Wir wollten ja zum Thema Bienen malen. Deswegen habe ich übrigens auch hier so Blau- und Grün- und Gelbtöne genommen, weil das so ein bisschen die Farben der Natur sind. Genau. Gut ist, wenn ihr euch Bilder besorgt von Bienen. Weil wir wollen ja eine Biene malen, beziehungsweise muss die gar nicht zwingend gemalt werden, sondern man kann auch, ich zeige euch auch, wie man sowas in Verbindung mit Collage machen kann. Also ich habe jetzt hier ein schönes Bienchen ausgedruckt. Könnt ihr am PC machen. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, dann findet ihr vielleicht in irgendwelchen Zeitschriften oder so ein Bildchen. Also ich denke mal, das ist nicht so das Problem. Ihr könnt auch Bilder euch suchen, besorgen von Blumen und so weiter. Sowas kann alles noch mit auf das Bild. Ich habe halt hier jetzt mehrere verschiedene Bilder besorgt. Die habe ich gefunden. Es gibt, ihr müsst auch nicht diese realistische Biene, wenn ihr nämlich selbst eine Biene malen wollt. Das muss ja nicht so schwierig sein. So eine Biene ist natürlich schwierig zu malen. Da kriegen jetzt viele bestimmt Schiss und denken so, Gott, das kann ja niemals. Man kann auch einfach so eine Biene malen. Also ist auch wunderschön. Ne? Ihr müsst nicht zwingend jetzt so eine Biene euch raussuchen. Was man natürlich machen kann, und jetzt switche ich einmal kurz zu der Collage, hatte ich nämlich schon was vorbereitet. Collage, wisst ihr, was das heißt? Collage bedeutet, ihr habt einen Untergrund und ihr könnt einfach Bilder drauf kleben. Mit Klebstift. Ihr seht hier, das sind alles Zeitungsausschnitte. Hier ist so eine Hand, hier ist das Auge und hier ist eine Biene. Das habe ich einfach drauf geklebt. Und dann mit Farbe drumherum gemalt. Wir machen das jetzt andersrum. Ihr habt jetzt erst den Hintergrund, da könnt ihr dann aber noch was draufkleben. Das zeige ich euch dann später auch noch. Nur jetzt mal, ne, zur Idee, ihr müsst nicht unbedingt zwingend alles malen. So, wie male ich jetzt da etwas drauf? Ich räume das erstmal jetzt hier weg. Das muss ja trocknen. So, und jetzt diejenigen, die eine Biene malen möchten und die das kennt ihr bestimmt, wenn man jetzt mit Farben direkt malt und man vermalt sich und so weiter, man ist sich nicht wirklich sicher. In meinen Kursen mache ich das dann immer so, wir zeichnen erstmal. Dafür braucht ihr Papier und Bleistift, Radiergummi. Ich hatte mir also so eine Biene rausgesucht und habe die jetzt schon mal mit Bleistift so leicht skizziert. Diese Linien, also ne, Bleistiftzeichnung, vorsichtig sich rantasten, man kann immer radieren, deswegen am Anfang nicht so feste drücken. Das habe ich hier auch nicht getan, das ist, ihr seht wahrscheinlich nicht viel. Das werden wir jetzt ändern. Ich werde jetzt einfach mal die Linien etwas dicker machen. Ich ziehe das jetzt nochmal nach, was ich hier gezeichnet hatte. Weil wenn man sich dann wirklich sicher ist, dass das die Form ist, dann kann man ruhig mit dem Bleistift drücken. Ihr seht gleich auch warum, weil ich zeige euch gleich einen Trick, wie ihr nämlich jetzt genau die Biene, wenn ihr die gezeichnet habt mit Bleistift auf Papier, wie ihr die richtig gut auf eure Leinwand draufbringen könnt. Dann habt ihr nämlich die perfekte Biene auf eurer Leinwand hinterher. So. Dazu
So, jetzt sieht ihr hier die Biene, ne? Da sieht man sie jetzt besser. Dazu braucht ihr jetzt eine Fensterscheibe. Wir gehen jetzt mal hier zu meiner Fensterscheibe. Also, das funktioniert so, das ist ein ganz toller Trick. Also hier ist meine Zeichnung. Ganz wichtig ist, das Papier umdrehen. So, und verkehrt rum an die Fensterscheibe. Und jetzt seht ihr die Linien. Jetzt nehmt ihr den Bleistift und müsst einfach diese Linien schwärzen. Alles, ihr braucht nicht, also falsch wäre das so nachzuziehen, möglichst dick. Dick und dass überall alle Linien von der Rückseite des Blattes geschwärzt sind. So. Seht, da ist die Biene noch und von hinten ist sie jetzt geschwärzt. Jetzt geht's weiter. So, also ihr seht jetzt hier, ne, die Biene und von hinten ist es jetzt geschwärzt. Jetzt könnt ihr die Biene so auf die Leinwand übertragen. Und zwar, das ist der Trick. Ihr könnt jetzt gucken, wo soll die Biene sein. Ihr könnt also einen Platz, ich zeig das nochmal so, ihr habt ja die Leinwand, eure Bunte, und jetzt könnt ihr die Biene platzieren. Wo soll sie hin? Ne? Und da, wo sie hin soll, da legt ihr das Blatt Papier hin und dann müsst ihr es an der Oberkante festkleben. Und zwar richtig, richtig fest. Am besten mit so Kreppband, wenn man das gut wieder abkriegt. Ne? Das Ganze funktioniert natürlich, das dürft ihr erst machen, wenn die Leinwand, wenn die Farben trocken sind. Ne? Ist klar. Also die Farben auf der Leinwand müssen total trocken sein, sonst funktioniert das alles nicht. So, ich habe also jetzt gesagt, mein Bienchen soll dahin auf das Bild. Da soll sie hin. So, jetzt, also es ist so, die Leinwand ist ja farbig und ihr wollt jetzt die Biene malen. Die Biene muss deswegen erstmal weiß werden, komplett. Der ganze Körper muss weiß werden und dazu drücke ich jetzt die Linien auf meiner Zeichnung durch. Jetzt gehe ich nur außenrum, die äußeren Linien, weil die ganze Fläche muss ja weiß werden. Deswegen brauche ich jetzt nur die äußeren Linien. Ihr müsst dabei ein bisschen drücken, damit sich das alles durchdrückt. So, jetzt zeige ich euch, was passiert ist. Ich habe also die Linien durchgedrückt. Und hier sieht man jetzt ganz leicht die Umrisslinien von der Biene. Jetzt muss man sich natürlich so ein bisschen konzentrieren. Man kann auch noch mal ein bisschen nachzeichnen, wo man die Linien nicht wirklich gut sieht. Jetzt braucht ihr weiße Farbe, weil jetzt muss die Biene erstmal weiß werden, damit sie danach in ihren Farbtönen angemalt werden kann. Sprich Brauntöne, Gelb, Orange. Erstmal jetzt weiß. Das mache ich jetzt mal. Dann nehmt ihr euch am besten einen dünneren Pinsel und einen etwas dickeren Pinsel. Den dünnen Pinsel für die feinen Linien. Ihr solltet halt jetzt darauf achten, dass ihr möglichst nicht über den Rand malt. Genau, habe ich eben vergessen. Das Blatt Papier muss dranbleiben, ne? Deswegen haben wir das festgeklebt und ihr klappt es einfach nur um. So, und jetzt die ganze Fläche weiß füllen. Ein bisschen darauf achten, dass das schön glatt wird. Nicht zu viel Farbe nehmen. Meistens muss man noch mal einen zweiten Anstrich machen.
könnt jetzt hier, wenn ihr die weiße Farbe habt, auch einfach noch eine Blume dahin malen. Also erstmal, ne, wie gesagt, die Fläche muss erstmal weiß sein. Egal, was ihr haben möchtet. Entweder ihr macht wieder solche Zeichnungen und übertragt die. Wenn ihr sicher seid, also wenn es schwierigere Sachen sind, also so eine Blüte ist ja jetzt nicht so schwierig, das kann man mal eben so machen. So, und dann halt gucken, dass man die Farbe schön glatt streicht, ne? Dass da nicht so dicke Wulste sind von Farbe, sondern dass man so lange mit dem Pinsel hin und her streichelt, bis es schön glatt ist. Und wenn man jetzt guckt, nach einem Mal Farbauftrag, deckt die Farbe noch nicht richtig. Deswegen muss es jetzt einmal trocknen und dann mache ich nochmal weiß drauf. So ist es jetzt weiß genug, finde ich. Jetzt muss es wieder trocknen. Ich gehe föhnen. So, trocken geföhnt. Also, Farbe ist schön trocken. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt kommt nämlich Folgendes. Ihr habt ja gezeichnet und wir haben ja nur die Umrisse übertragen. Jetzt geht es darum, die anderen Linien zu übertragen. Weil hier sind ja noch so ein paar Linien. Die werden ja schon gekennzeichnet, also ich jetzt, ne, wo hier diese Streifen sind, wo das Auge ist und so. Das wird jetzt auch noch übertragen, genauso wie eben. Ich gehe auch einfach hier die Linien von den Flügeln nochmal nach. Wichtig ist halt, die Flügel sind ja auch ein bisschen durchsichtig. Das heißt, man sieht den Körper dadurch. Deswegen ziehe ich die Linien auch nochmal nach. So, und hier ist ja dieser flauschige, ja, Oberkörper. Und hier kommt der Hinterkörper mit seinen Streifen. Das Bein muss ich auch noch nachziehen, weil den Oberschenkel, wenn es ein Oberschenkel ist, wo sind ja drei Teile. Ja, der obere Teil von dem Bein, dass man den sieht. Das Auge noch, vergessen. Auge, wichtig. So. Was ist passiert? Zack. Da haben wir alle Linien. Und jetzt haben wir halt die gleiche Zeichnung, die wir vorher auf Papier gemacht haben, haben wir jetzt auf unserem bunten Untergrund. Vielleicht haben sich das welche schon gefragt, warum malt man nicht einfach hinterher drumherum? Aber die Technik, die ich euch eben gezeigt habe, wenn man da erst die Biene malen würde, dann könnte man ja never ever das so bunt drumherum spachteln, weil man würde ja zack drüber malen. Und deswegen habe ich das halt so erfunden, dass man das so macht. Erst spachtelt und bunt macht und dann das, was drauf soll, mit weißer Farbe nochmal drauf. Da ist jetzt auch der Untergrund für meine Blume. Da könnt ihr dann jetzt auch, wenn ihr auch so eine Blume habt, malt ihr euch die einzelnen Blätter, zieht ihr so nach, wie die Blume hinterher aussehen soll. Kann man machen, muss man nicht. So, habe ich jetzt hier noch ein paar Linien reingemacht. Da seid ihr also ganz frei in dem, was ihr noch auf euer Bild draufmalt alles. Also da, ne, ohne Ende könnt ihr da noch Sachen draufmalen. Jetzt malen wir die Biene erstmal noch bunt an. Dazu müsst ihr euch jetzt die Farben auf Teller tun. Ja, auf einen neuen Teller, glaube ich, in meinem Fall. Die ihr für die Biene braucht. Das sind also Brauntöne, ne? Brauntöne und vielleicht auch ein bisschen Gelb, Schwarz, Dunkelbraun. Das mache ich mir jetzt alles mal auf den Teller. Farben kann man ja auch immer mischen. Wenn ihr jetzt nicht so viele Farbtöne habt, kann man die ja auch mischen. Also ich hab da jetzt so ein Rotbraun hier, das ist so ein warmes Braun. Ich habe aber auch noch ein dunklereres. Erstmal noch ein bisschen Gelb. So, wir wollen also jetzt so eine Biene malen. Das ist natürlich ja nicht die gleiche Biene, die ich da gemalt habe, aber die Farbgebung ist die gleiche. Ihr habt dann vielleicht jetzt euch eine Biene rausgesucht, wo das dann vom Bild her passt. Ich hatte ja als Vorbild hier diese schwarz-weiß. Aber wie gesagt, es geht ja einfach nur um die Farbgebung
Und da gucke ich jetzt einfach mal, was für Farben so ein Bienchen hat. Das hat tatsächlich Brauntöne. Schwarz-Gelb, das sind ja Wespen. Und eine Biene ist so in Brauntönen. Deswegen gucke ich jetzt mal und mische mir hier mal so ein paar Farben zurecht. Das ist so ein, ja, das ist ja auch so fällig, so ein Bienchen. Fell. Mache ich hier erstmal so einen ganz hellen Ton und tupfe damit mal den Körper vorne so ein bisschen. Flauschiges Bienchen. Darauf achten, dass man nicht über den Rand malt, dass man schon die Fläche bemalt, die man vorher ja weiß gemacht hat. Und schön aufpassen, dass das jetzt schön ordentlich wird. Einfach anmalen. Guckt euch die Biene auf dem Foto an. Die hat meistens von unten hat der Körper dann einen Schatten, ne? Weil die Sonne, das Sonnenlicht kommt von oben. Und ist meistens der Körper unten einfach insgesamt dunkler. Gut ist auch, wenn ihr so einen Lappen habt, ne? Abtupfen. Sonst habt ihr nämlich zu viel Farbe oder zu viel Wasser am Pinsel. Und dann läuft das alles. Ganz wichtig immer ganz, ganz viel mischen. Guckt auf meinen Teller. Ganz viel mischen. Viele verschiedene Farbtöne. Kleiner Tipp, für dünne Linien am besten die Acrylfarbe ein ganz bisschen mit Wasser verdünnen, so auf dem Teller so ein bisschen verdünnen, dann kann man mit der dünneren Farbe viel, viel besser dünne Linien ziehen. Brauche ich jetzt zum Beispiel für die Flügel. Da habe ich mir jetzt das Weiß ein bisschen flüssiger gemacht.
Schluss, jetzt, wenn eigentlich alles schon ziemlich angemalt ist, jetzt mache ich halt hier mit so einem ganz dunklen Braun, schwarzbraun, nochmal Schatten. Das heißt, den unteren Teil des Körpers, also unten, versuche ich jetzt einfach ein bisschen dunkler. Male ich hier mit dieser dunklen Farbe rüber. Ich halte es jetzt einmal hoch, das Bild. Dann seht ihr, dass durch die dunkle Farbe wird es plastischer. Ne? Dadurch, dass die Biene jetzt unten dunkel ist, wird sie viel, viel plastischer. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. So, jetzt male ich halt noch die Blume ein bisschen an. Da habe ich mir jetzt hier mal ganz andere Farben genommen, nämlich Rottöne. Weil der Hintergrund ja so blau, grün, gelb ist, habe ich gedacht, so. Wobei, die Mitte, die mache ich gelb. Immer dran denken, die Pinsel schön auswaschen, ne, damit sauber und vielleicht manchmal auch das Wasser wechseln. Ne? Wenn das Wasser ganz dreckig ist, dann können die Farben nicht richtig leuchten. Das kann auch, das können einfach auch Fantasieblumen sein. Ne? Einfach Blümchen halt. Schön bunt. Mache ich noch ein paar Grashalme, beziehungsweise kriegt jetzt die Blume noch einen Stängel. Dann nehme ich einfach das Grün, habe ich ja hier noch auf dem Teller. So, jetzt möchte ich ein bisschen dunkleres Grün. Dann nehme ich hier einfach die Brauntöne, die ich hier noch habe. Mische so ein bisschen. Schon habe ich ein dunkleres Grün. Jetzt mache ich da noch ein bisschen Wasser rein, weil ich möchte ja Grashalme malen. Und Linien kann man am besten malen, wenn die Farbe ein bisschen dünner ist. Jetzt gehe ich den auch noch mal ein bisschen nach.
So, mein Bild ist jetzt soweit eigentlich schon ganz schön. Aber ich wollte euch ja auch zeigen, wie man mit was machen kann mit Collage. Deswegen mache ich das jetzt auch noch auf dieses Bild drauf. Ich habe jetzt gerade ausgesucht, dieses kleine Bienchen soll auch noch mit aufs Bild. Das hatte ich mir ausgedruckt und das schneide ich jetzt einfach mal aus. Die Blüten da unten, die sind ja auch noch schön. Die nehmen wir einfach noch mit dazu. Von dem Hintergrund schneide ich so ein bisschen mehr weg. Ich glaube, hier schneide ich auch noch ein bisschen was weg. Aufpassen, was kann weg, was nicht. Ah, da ist der Flügel. So, ich habe jetzt ein bisschen was weggeschnitten, habe aber auch noch ein bisschen was im Hintergrund da gelassen. Jetzt braucht ihr einen Klebestift. Auf. Jetzt können wir die Biene platzieren. Ich mache die hier unten in die Ecke. Jetzt sieht man absolut, dass sie draufgeklebt ist. Jetzt nehmen wir einfach die Farbtöne, die wir ja hier noch haben, die wir für den Hintergrund verwendet haben, und versuchen das jetzt einfach ein bisschen beizuschminken. Bedeutet, ich nehme ein bisschen was von dem Blau, was hier im Hintergrund ist, tupfe das hier so ein bisschen drauf. Dann haben wir hier diese grünen Grashalme, da nehme ich jetzt auch ein bisschen grün. Mal das hier auch so ein bisschen dazwischen, vor allen Dingen hier. Also. Das ist ein Grashalm, der hier hochgeht. Reicht eigentlich schon. Bin eigentlich schon ganz zufrieden jetzt so. Ich finde, es fällt gar nicht mehr auf. Vielleicht unten noch mal ein bisschen gelb tupfen. Ne, die Blüten sind ja hier gelb. Jetzt tupfe ich hier noch mal ein bisschen gelb tupfen. So. Haben wir jetzt also die Biene einfach in unser Bild integriert. Geht viel schneller als eine Biene malen. Also das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Naja, man kann noch viel, viel mehr Sachen kleben. Man kann auch Blüten kleben oder je nachdem, alles was ihr so findet. Habt ihr gerade gesehen, man muss es nicht ganz ordentlich ausschneiden. Man kann auch einfach hinterher mit Farbe wieder rüber tupfen, was nicht passt. Ja, und ich würde sagen, das Bild ist jetzt fertig. Kann man noch einen Namen drunter schreiben, signieren, fertig. So, und somit sind wir jetzt am Ende von unserem Video. Das Coole ist ja, ihr könnt jetzt immer zurückspulen. Ihr könnt auch das Bild anhalten und so könnt ihr gut mitarbeiten. Wie gesagt, wenn ihr was nicht mitbekommen habt, nicht verstanden habt, spult nochmal zurück und guckt es euch nochmal an. Das ist halt der Vorteil bei so einem Video. Da kann man halt hinher, wie man möchte. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein schönes Bild gemacht. Die würde ich ja auch gerne mal sehen, die Bilder. Da müsste man irgendwas gucken, dass ich die mal sehen kann, die Bilder, die ihr gemacht habt. Ja, also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und bis zum nächsten Video.